Das ist der bewegendste Moment im Leben des deutschen Arztes Dr. Peter Tinnemann. Er hält seine Tochter Luna im Arm. 5 Jahre hat er auf der ganzen Welt nach Luna gesucht. Das heute 10-jährige Mädchen wurde von der eigenen Mutter entführt und versteckt gehalten. Jetzt hat Peter Tinnemann sie in Andorra wiedergefunden. Um das Treffen mit Luna nicht zu gefährden, drehen wir auf Peter Tinnemanns Bitte hin die Begegnung nur aus der Ferne. Aber auch von Weitem merkt man Luna an, wie glücklich sie ist, ihren Papa wiederzuhaben. Der erste Eindruck ist, Mensch, ist sie groß geworden. Ja? Lange Haare gekriegt, ist nicht mehr ein kleines Mädchen, wie ich sie kannte, sondern so fast schon vor Teenager-mäßig. Aber als sie mich das erste Mal gesehen hat, hat sie schon verschmitzt geguckt. Und der erste Moment, als ich sie gesehen habe, war für mich schon so, dass ich sofort wusste, das ist meine Tochter. Es war ein Gefühl, als wenn ich sie gestern das letzte Mal gesehen hätte. Doch das Glück ist nur vorübergehend. Der Kampf um Luna Tinnemann ist noch lange nicht beendet. Seit 3 Wochen ist Peter Tinnemann in Andorra und kämpft jeden Tag darum, seine Tochter sehen zu dürfen. Und das, obwohl er das alleinige Sorgerecht für Luna hat. Die andorranischen Behörden haben das kleine Mädchen in dieses Kinderheim gesperrt. Wenn sie Glück hat, darf Luna ihren Papa 1 Stunde am Tag sehen. Und das nur unter Aufsicht einer Psychologin. Am Anfang habe ich wirklich den Eindruck gehabt, dass die Behörden sich hier einsetzen für das Recht des Kindes, für das Wohl des Kindes, dass die Interessen von Luna im Mittelpunkt stehen. Ja, zu sagen, hey, erstmal gucken, psychologische Hilfe, ja, aus der Schusslinie hier, die Kleine wird erstmal beschützt, untergebracht und wir gucken uns das an. Jetzt nach 3 Wochen habe ich mittlerweile den Eindruck, jetzt wird's verwaltet hier. Und das finde ich ein Unding, das finde ich ein absolutes Unding. Ja, und ich finde auch, dass jetzt das an der Zeit ist, dass man den Andorranern mal zeigt, ja, dass hier jetzt Butter bei die Fische. Ja, und ihr müsst jetzt nicht auf die lange Bank schieben, ganz und gar nicht. Und ich denke, da erwarte ich jetzt auch von den deutschen Behörden, das Auswärtige Amt, ja, dass sie einfach jetzt mal hier ganz klar sagen. Weil jetzt geht es darum, die Interessen von Luna zu gewährleisten, dass Luna jetzt ganz schnell wieder in vernünftige, stabile Verhältnisse kommt. Also so kann man das nicht hinnehmen. Ja. Jetzt fange ich an, mich so langsam richtig verarscht zu fühlen. Ne? Rückblick. Es ist 2005. Peter Tinnemann lebt mit seiner Frau Rosa Maria B. in England. Doch die Ehe scheitert. Vor Gericht streiten die Eltern um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Mehrere Gutachten bestätigen, dass Peter Tinnemann für die Erziehung des Kindes geeignet erscheint. Es heißt, der Vater stellt das Kind in den Mittelpunkt seines Lebens und er sorgt für den Kontakt mit der Mutter. Umgekehrt trauen das die Gutachter der Mutter nicht zu. Als die Gerichte das endgültig entschieden hatten, dass Luna jetzt beim Vater ist und ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe, hat ihre Mutter sofort alle Sachen gepackt und ist ganz nach Italien zurückgezogen, ihren Job geschmissen und ist weggegangen. Rosa Maria B. zieht zurück in ihren Heimatort Frosinone, knapp 100 Kilometer südlich von Rom. Eine Kleinstadt mit wenig Chancen auf einen guten Job. Hier lebt ihre Mutter, Lunas Oma. Rosa Maria B. findet keine Arbeit, wohnt bei der Familie. Nach einiger Zeit hat die Mutter dann gefragt, ob es okay wäre, wenn sie regelmäßig mal wieder nach England kommen würde, regelmäßiger, und sie auch mal am Wochenende sehen würde. Und das fand ich eine gute Idee, ja, dass Luna sie nicht nur, wie das vom Gericht angeordnet war, in den Ferien sieht. Die Ferien waren geteilt. Sie hat immer die Hälfte der Ferien bei der Mutter verbracht, die Hälfte der Ferien bei mir. Die großen Feiertage wie Ostern und Weihnachten, das war geregelt vom Gericht, dass sie ein Jahr Weihnachten bei der Mutter verbringt und ein Jahr Weihnachten bei mir. Also die Gerichte versuchten schon, möglichst gerecht zu sein unter den möglichen oder unter den gegebenen Umständen. Und so geschieht es, dass Luna wieder mehr Kontakt zu ihrer Mutter bekommt. Es ist Ostern 2006, als das kleine Mädchen die Ferien in Italien bei ihrer Mutter und Oma verbringen soll. Dass Luna ihren Vater nie wiedersehen soll, ahnt sie nicht. Wie vereinbart bin ich nach Rom geflogen und wollte sie abholen. Und als ich am Flughafen in Rom stand, wo schon auch in den Urlauben vorher mir Luna dann immer zurückgebracht wurde und ich habe sie dann wieder mit zurück nach England genommen, kriegte ich plötzlich noch eine SMS, wo es hieß, Luna ist krank und kann nicht reisen. Wo ich natürlich total verwundert war, weil wenn das wirklich so gewesen wäre, hätte man mich anrufen können, dann hätte ich meinen Flug auf einen Tag weiter verschieben können oder ähnliches. Und da schwante mir schon Böses. Da habe ich schon gedacht, irgendwas läuft hier ganz komisch und ganz besonders, weil ich versucht habe, die Mutter zu erreichen, die Familie zu erreichen in Italien. Ich wusste ja, wo die wohnen. Habe auf allen Nummern, die ich hatte, angerufen, aber es ging niemand mehr irgendwo ans Telefon. Und das war für mich irgendwie, da war mir schon klar, irgendwas ist hier gerade richtig im Busch. Anscheinend beschließt die Kinderpsychiaterin Rosa Maria B., dass ihre Tochter Luna den eigenen Vater niemals im Leben wiedersehen darf. Denn egal, was Peter Tinnemann von nun an auch unternimmt, um sein Kind wiederzufinden, immer ist ihm seine Ex-Frau einen Schritt voraus.
die Energie, die sie in den Tag legt, um eine Sache nach der anderen nur für sich selber und sicherlich nicht im Interesse von Luna zu machen, ja, mit gefälschten Papieren neue Ausweisdokumente oder Reisedokumente zu erhalten, staatlich mehrfach falsche Angaben machen oder wiederholt falsche Angaben machen, ja, Orte angeben, wo sie lebt, wo sie gar nicht auffindbar ist, das ist schon eine kriminelle Energie, die finde ich schon außergewöhnlich. Bis nach Südamerika verschleppt die Mutter das eigene Kind. Dort wird Luna in Guatemala 2008 zufällig entdeckt. Doch der Mutter gelingt es erneut, mit ihr unterzutauchen. Luna muss mit ihr durch die ganze Welt flüchten, wie eine Kriminelle. Im November 2010 erhält der Arzt aus Berlin die Information, dass sich seine geliebte Tochter in Europa aufhält. Sofort macht sich Peter Tinnemann auf den Weg nach Andorra. Im Gepäck die Hoffnung, Luna endlich mit nach Deutschland nehmen zu können. Das italienische Justizministerium hat über die deutschen Behörden mich informiert, dass es einen Aufenthaltsort für Luna und ihre Mutter gibt in Andorra. Und als es endlich wieder mal eine Adresse gab, bin ich dann sofort runter. Und das hat schon vor einiger Zeit stattgefunden, vor einigen Monaten. Morgens, ich kam hier in Andorra an, die Kinder gingen gerade zur Schule. Und ich hab gewartet vor einer Schule, in die ganzen Kinder hier in diesem kleinen Dorf, kleinen Städtchen gegangen sind. Und habe sozusagen in einem flüchtigen Moment gesehen, wie ein Mädchen, was ich glaube Luna gewesen ist, oder was ich mir sicher bin, dass es Luna war, in die Schule reingelaufen ist. Und kurz danach ging ihre Mutter an dem Auto vorbei, in dem ich gesessen hat. Obwohl die Mutter Luna bereits mehr als 5 Jahre verschleppt, dauert es auch jetzt noch Monate, bis die deutsche Staatsanwaltschaft in Berlin einen internationalen Haftbefehl ausstellt. Pressesprecher Martin Steltner mit einem Erklärungsversuch. Es gab Unklarheiten. Es gab Unklarheiten über das Sorgerecht, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls nicht so weit geklärt waren, dass man einen Haftbefehl beantragen konnte. Das ist ja der dringende Tatverdacht, der für einen Haftbefehl erforderlich ist. Und die entscheidende Entscheidung war die Entscheidung des Familiengerichts in Rom. Aufgrund dieser Entscheidung hat die Staatsanwaltschaft zu einer neuen Bewertung gekommen und hat gesagt, diese Entscheidung schafft Klarheit, schafft familienrechtlich Klarheit. Und aufgrund dieser Entscheidung sehen wir dringenden Tatverdacht und daraufhin haben wir den Haftbefehl erwirkt. Unglaublich, aber wahr. Erst ein halbes Jahr, nachdem man bereits wusste, dass sie sich im Land aufhält, wird Peter Tinnemanns Ex-Frau verhaftet. Mittlerweile sitzt sie in diesem Gefängnis. Ein neuer Tag im Leben des deutschen Arztes. Wieder hat er Hoffnung, endlich seine Tochter mit nach Hause nehmen zu können. Hier im Gebäude des deutschen Honorarkonsulats in Andorra wartet er auf die erlösende Nachricht seiner Anwälte. Danke. Der Anwalt geht jetzt zum Richter. Ich habe gesagt, 30 Tage reicht jetzt. Ja? Also 3 Wochen Luna hier im Heim untergebracht, das kann einfach nicht mehr jetzt länger so sein. Ne? Angeblich sei die Familie der Mutter hier gewesen und wollte Luna mitnehmen. Ja, also es ist absolut unverschämt. Ja? Der Anwalt geht jetzt zum Richter, wird nochmal mit ihm sprechen, wann diese Entscheidung endlich kommen soll. Es fehlt angeblich noch an einer Übersetzung, weil Katalanisch kann nicht jeder übersetzen, also Italienisch ins Katalanisch, es scheint wohl keinen vernünftigen Übersetzer zu geben. Ja? Und ich soll um 12:30 wieder zurückkommen, dann würde er mir erzählen, was aus dem Ergebnis von der Besprechung mit dem Richter rausgekommen ist. Du bist ganz schön aufgebracht, oder? Ja, also ich bin genervt, ja. Ich meine, mittlerweile, kann mir keiner sagen, wenn ich das Luna, ob ich sie morgen sehen kann, ja, wie es weitergeht. Sind wir immer nur, ja, dann nächste Woche gibt es vielleicht eine Entscheidung, kann aber auch sein, die Woche drauf, am Anfang der Woche drauf, wir wissen es auch nicht so genau, ja. Und ich meine, das wird einfach hier lächerlich. Ja, jetzt wird es richtig lächerlich, finde ich. Ja. Nicht nur, dass Peter Tinnemann mit den Nerven am Ende ist, vor allem Luna leidet darunter, von ihrer Familie getrennt sein zu müssen. Harald Weisgar ist Fachanwalt für Kindesentzugsfälle und weiß, an welchen Folgeschäden Kinder wie Luna erkranken können. All dies führt langfristig mitunter zu ganz massiven Schädigungen bei den Kindern. Häufig genug entwickeln sie selbst Bildungsintoleranz, häufig genug sind sie auffällig im psychischen Bereich bis hin Bulimie ist ein klassisches Beispiel, Borderline-Syndrom, Depressionen aller Art, psychosomatische Störungen, Suchtverhalten
Und was das Schlimmste ist, als Erwachsene haben sie häufig selbst große, große Schwierigkeiten, wieder sich auf einen Partner einzulassen. In Andorra ist es mittlerweile Abend und wieder sind Peter Tinnemanns Hoffnungen enttäuscht worden. Während er alleine in einer Jugendherberge übernachtet, ist seine Tochter nach wie vor in einem Kinderheim. Was bleibt, ist die Hoffnung auf den nächsten Tag. Der nächste Morgen. Bereits seit 3 Wochen lebt Peter Tinnemann in dieser Jugendherberge. Der Arzt aus Berlin hat seinen kompletten Jahresurlaub investiert, um seine Tochter nach Hause zu holen. Doch wann und ob er Luna mitnehmen darf, weiß er immer noch nicht. Aber immerhin darf er seine Tochter heute bei einer Sportveranstaltung sehen. Für Peter Tinnemann ein Stück lang ersehnte Normalität mit seinem Kind. Ich fand's spannend zu hören von der Psychologin, dass Luna sich noch an mich erinnerte, an den Vater mit den wenigen Haaren und den großen Ohren. Was mich irgendwo auch ein bisschen stolz gemacht hat, dass man so markante Züge hat, dass sich die Kinder auch nach langen Jahren daran erinnern. Aber sie hat nicht wirklich jetzt darüber geredet, was in den 5 Jahren passiert ist. Das ist auch, glaube ich, noch nicht in der Zeit. Ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, dass sie weiß, sie hat einen Vater und der ist gut für sie. Zudem kann sie ganz viel Vertrauen haben und dass er auf sie aufpasst. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtige in den nächsten Tagen und Wochen, ihr das Gefühl zu geben, diese Sicherheit zu geben. Und dann ist es natürlich der Hammer wieder, dann zu sagen, okay, dann geh du mal wieder in dein Heim zurück. Ja? Und ich gehe hier irgendwo in Andorra, ja, wieder warten bis zum nächsten Treffen. Schuld an dieser Situation ist Rosa Maria B. Nichtsdestotrotz will Peter Tinnemann seiner Ex-Frau ein Besuchsrecht einräumen. Ich bin natürlich entsetzt und auch richtig sauer auf die Mutter, was sie der Kleinen angetan hat. Aber ich glaube, das ist wichtiger für Luna, einen vernünftigen Kontakt zu beiden Eltern zu haben. Und da geht es dann nicht um mich, sondern es geht um Luna. Und das Wichtige ist, dass sie auch diesen Kontakt haben kann. Das habe ich schon immer sichergestellt, als Luna bei mir gewohnt hat die ganze Zeit. Dass ihre Mutter das nicht getan hat, darf man jetzt nicht sozusagen als Argument benutzen, dass Luna in der Zukunft ihre Mutter nicht sehen darf. Das muss sichergestellt werden für Luna, dass sie ein gutes Verhältnis zu beiden Eltern haben kann. Peter Tinnemann denkt nur an das Wohlergehen seiner Tochter. Für Rache ist in seinem Leben kein Platz. Der gemeinsame Nachmittag am Sportplatz mit Luna hat in ihm einen Wunsch ausgelöst. Das wünsche ich mir eigentlich für sie, dass sie ein unbekümmertes, glückliches Leben führen kann. Es gab so Momente, wo sie einfach nett gelacht hat, mich so verstohlen, zu mir rüber guckte, ja, weil sie jetzt wusste, der Papa ist da. Und das war schon, so wünsche ich mir das, ja, dass das so für sie in der Zukunft sein wird. Peter Tinnemanns Kampf um seine Tochter Luna geht weiter. Bis heute weiß der Arzt aus Berlin nicht, wann die Behörden in Andorra ihm sein Kind endlich übergeben werden. Bis dahin will er seine Tochter so oft wie nur möglich sehen und mit ihr Deutsch lernen. Denn ihre Muttersprache hat Luna in all den Jahren vergessen.